Und herzlich willkommen zur allerersten Folge ATS. Leck mich doch. American Truck Simulator im Singleplayer aktuell, aber ich habe jemanden dabei, einen Maurice. Nein, es ist nicht den Maurice, den ihr kennt, sondern einen anderen. Der kann sich ja mal selbst kurz vorstellen. Ja, hallo, ich bin Maurice, habe auch einen Kanal, TegaTV, wenn ihr mal vorbeischauen könnt, wollt. Link unten dazu in der Videobeschreibung, genau. Boah, ist das ja, so ist es. Ja, wir werden jetzt so ein paar Folgen drehen. Ja, man sollte auch richtig fahren. Die Folgen werden nicht wie die anderen regulären Folgen montags bis freitags kommen. Die werden dann so Wochenendfolgen sein, die auch mal von mir kommen. Nicht wie aktuell angedacht, nur von Maurice mit seinem GTA. Das werden mal Folgen sein, die ich random auch raushaue, so wie gerade mal wieder Platz wieder ist. Die Folgen müssten eben um den 22. kommen, gehe ich mal ganz stark davon aus. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die dieses Wochenende kommen. Ist Domdom eigentlich gerade ausgerückt? Ja, oder? Ja, bist du nicht mehr im Aufnehmen? Doch, ich bin beim Aufnehmen, aber trotzdem kannst du mir das mal einmal sagen. doch, der ist. Ist der ist jetzt. Ist der allein? Anton 4, 21. Weiß ich nicht, ich guck mal nach. Genau, das kannst du ja mal eben machen. Ja, der ist alleine. Ist er ausgerückt, ja. Ja, erzähl doch mal was. Ja, was soll ich denn erzählen? Weiß ich nicht. Sonst ist das immer mein Part. Jetzt ist es dein Part. Ja. Was ist denn da los? Was für ein Einsatz? Aber. Ach, warte, ich habe ja die Meldung eh gekriegt auf meinem Handy. Ah, man sollte auch richtig fahren. Ja, wo fährst denn du? Sekunde. Ich habe gerade keine drei. Warte, ich bin sofort bei meinem Aufladeort. Ach, wieder Polabsicherung. Also, das kriegt er auch selbst. So, aktuell stehe ich in. Sekunde. Ach, da vorbeigeschossen. Ich stehe in Los Angeles und fahre von dort jetzt gleich. Weiß ich noch nicht. Sekunde, ich muss mal kurz aufsatteln. Brand, also rückt die Feuerwehr auch mit aus, oder? Gehe ich mal ganz stark davon aus. Ja, verkehrter. So, wohin müssen wir denn jetzt? Nach. Winnemucca. Von Los Angeles nach Winnemucca. 1000 Kilometer. Das heißt wahrscheinlich zwei Folgen. Ja. Denn pro 15 Minuten Part kriegt man so ein etwa 500 Kilometer.
Welches Spiel holst du dir denn so als nächstes? Weißt du das schon, oder? Nächstes kaufen oder wie? Ja, so. Bin überlegen, ETS zu kaufen. Also, den ersten will ich auch noch Let's Plays machen. Ich Ja. warte, also Maurice, der andere, jetzt nicht du, und ich, wir warten aktuell auf den Fernbus-Simulator. Da gibt es Der aber, ist ja noch in Produktion, oder? ja, da gibt es aktuell leider noch kein Release zu, soll aber im zweiten Quartal kommen. Das heißt irgendwann bis Juni, Und wenn glaube ich. Notruf 112 raus ist, dann kaufe ich mir den vielleicht. Ja, für solche Spiele habe ich ja nicht ganz so viel über. Vor allem der soll ja multiplayer-fähig sein. Aber Bekommst ich du habe. meine Nachrichten eigentlich? Was? Teamspeak. Ja, aber es ist gerade nur ein klitzekleines Problem. Ich habe leider keine drei Bildschirme. Und auf dem anderen Bildschirm habe ich jetzt gerade mein Aufnahmeprogramm draufgelegt. Ist es denn was Wichtiges? Ich kann nur eine Folge heute. Ja, in ein paar Minuten ist die Folge vorbei, dann kann ich mal kurz reingucken. Vorausgesetzt, es ist nicht wichtig, es ist was Wichtiges. Also so fahre ich im Multiplayer nicht, nur für die Leute, die das gerade gucken. Etwas erschreckend. Hallo? Achso. Aber der ETS kostet ja nur noch ein paar Euro. Oder so. Irgendwas um die 10 Euro oder so kostet der nur noch. Oder weißt du da den aktuellen Preis? Bitte? Weißt du noch den, oder weißt du aktuell den aktuellen Preis vom Euro Von Truck? welchem? Vom Euro Truck. Der kann ja nicht mehr allzu hoch sein. Ich glaube mal nicht, dass das Spiel noch 30 Euro kostet. Ahnung. Ich gehe mal von 10 bis 20 Euro aus. Wenn du vielleicht dir nur einen Key holst beim MMOGA oder so, kriegst du das Ganze wahrscheinlich sogar noch billiger. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich aktuell selbst nicht auswendig. Aber ich könnte es mir vorstellen, wenn du dir irgendwie so bei MMOGA oder den Krakow oder die ganzen Key-Seiten, da kriegst du das auf jeden Fall billiger. Und guck nicht bei Steam, das ist meistens etwas teurer. 9,99 €. Ja, sag ich doch. Billig. Hat gegoogelt. Hast gerade gegoogelt. Also ich habe es mir noch für 30 Euro und gekauft. Da war es aber auch gerade raus. Willst du dir auch irgendwie Wie lange haben wir denn noch? wie lange haben wir noch? 5, 6, 7 Minuten. Nicht mehr ganz. 6. Was soll ich dir was sagen? Du hast gleich eine ehrenvolle Aufgabe. Darfst du mich gleich abmoderieren? Wie bitte? Du Ich darfst. verstehe dich nicht, ganz schlecht. Du darfst gleich abmoderieren. Oh, das war nicht, was soll ich denn da haben? Und dann überlegen wir mal was. Genau, du kannst ja den nächsten 5 Minuten mal was. Ach du Scheiße. Kannst ja in den nächsten 5 Minuten mal was zusammenbasteln. Ja, ich hatte schon anmoderieren, also abmoderieren. Ja. Bei mir und beim Freund rutscht halt nur noch so raus. Na gut, bei knappen 200, 250 reinen Let's Play Folgen geht das ja. Dann ist man daran schon gewöhnt. Gibt ja auch die nette Frau von Google.
wie die nette Frau von Google. Kann auch abmoderieren, bestimmt. Ja, nee. Da darfst du mit deiner eigenen Stimme gleich versuchen. Harald Frenkel moderiert an mit der. Ich guck dir nicht mehr. Seitdem der seinen normalen mit Frenkel Frötzelte aufgehört hat, habe ich gedacht, ich gucke nicht weiter. Das war mir doch dann ein bisschen zu viel. Ja, Drama will ich jetzt ja nicht sagen, aber irgendwie. Ja. Wie, ich habe jetzt gerade irgendwie nicht zugehört. Ich habe Frenkel Frötzelt, seitdem er seinen Frenkel Frötzelt-Kanal dicht gemacht hat, ihn nicht mehr angeguckt, weil. Das war mir dann, als er den Kanal geschlossen hat, auf einmal zu viel Drama. Wieder neun, oder nicht? Ja, irgendwas mit Bären hat er, glaube ich. Oder ne, hat er den nicht auch geschlossen und noch einen neuen aufgemacht? Guck mal, was der da hat. Genau, da kannst du ja mal beim Nachgucken, denn ich bin da aktuell auch nicht ganz auf dem neuesten Stand, was ihn betrifft. Was hatten der da Playlist? Eurotech Simulator 2, Trackmania, Turbo, NHL, ATS. Hat der eigentlich immer noch seine komische Frisur? Ja, auf dem Bild. Der hat ja mal einmal hatte der ja so ein. Na gut, der steckt bei auch laut seinen Angaben ein paar Monate in der Klapse. Und er begrüßt immer mit Tachinasenbären. Immer noch? Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich wie ich gesagt habe, ich verfolge nicht mehr. Seitdem er mit Omsi aufgehört hat, habe ich gesagt, ja, ich auch nicht. Denn eigentlich habe ich ja mir nur. Tarin Nasenbären, ich habe gerade geguckt. Achso. Wie ich gesagt habe, ich habe mir nur Omsi von ihm angeguckt. Und ab und zu mal Happy Wheels. Aber eher selten. Ich habe angefangen mit Videos gucken bei ihm. Also, dann bin ich zu Hubi-Fan gegangen. Den hatte ich. Du den kennst. Ja, den kenne ich. Den hatte ich auch eine ganze Zeit. Hat auch noch gut Nordrhein TV Play, die macht auch gute Let's Plays. Ne, kenne ich jetzt so nicht. Lion Game 1. Kenne ich auch nicht. Ja, und wir spielen. Ne, wir zocken Simulatoren. Ja. Ja, genau. Kenne ich auch nicht. Also mir fremd. Nee, ich gucke aktuell viel Taxen Let's Player, McManus. Weiß nicht, ob du die kennst. Und ja, das war es eigentlich schon so, zum größten Teil. Was gucke ich sonst noch? Pete's Meat. Weiß nicht, ob du das kennst oder die kennst. Wen? Pete's Meat. Weiß ich nicht. Kennst du nicht Pete's Meat? Also ja, ihr könnt ja auch mal noch dann, habe ich glaube ich schon erwähnt, an meinem Kanal vorbeischauen, ein Abo dalassen, wenn euch das gefällt und ein paar Videos anschauen. Ja, ich habe auch etwas Lustiges da drauf. Schaut einfach mal vorbei. Der Link ist ja hoffentlich in der Beschreibung, wenn Marc das nicht vergisst. Falls ich es nicht vergesse, ist der wirklich unten in der Beschreibung? Weiß er nicht, ob er Alzheimer hat. Habe ihn ja noch nie persönlich getroffen. Also, ich gehe mal davon aus, dass du die Videos wahrscheinlich, dass du die schon vorher angucken kannst. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Gut. Ich gehe mal davon aus, dass du die dir die nächste Woche Mittwoch schon anschauen kannst. Ich werde dir dann extra mal für dich freischalten. Dass du die wo sind wir denn jetzt im Truck? Kann ich gucken, ob ich in Oakland. Soll ich mal anfangen mit abmoderieren? Warte, nur ein bisschen. Nicht schlecht, aber noch ein bisschen haben wir. Nämlich eine Idee, irgendwie so. Glaube ich. Ja. Ich würde sagen, jetzt darfst du. Ja, okay. Das war dann das Let's Play ATS. Mit Marc und Maurice, nicht der Maurice, der sonst immer hier ist, sondern ein anderer. Ich hoffe, er ist ordentlich gefahren. Naja. Ja. Schaut ja auf jeden Fall nochmal bei mir vorbei. Ja, gleich habe ich es oft genug erwähnt.
Ja, und ich denke, es gibt noch ein Part hier mit mir und ihm. Denke Vielleicht auch doch. auf meinem Kanal, mal umgedreht. Ich habe alles, ich glaube, das war das mit meiner Abmoderation. Marc, willst du noch was sagen? Ja, ich moderiere dann jetzt nochmal ab, wie ich es gewohnt bin. So, was auch wieder mit dieser Okay. Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Daumen wäre natürlich schön und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.